Montreal Impact gegen VfR Aalen. Ja, wir sind hier beim zweiten Freundschaftsspiel. Aber wie ihr wahrscheinlich schon an unserer Aufstellung seht, beziehungsweise an der Aufstellung von dem VfR Aalen, in dem sich unser Pro ja befindet, ja, spielt diesmal Dausch und nicht unser Pro, also nicht wir. Heißt, dieses Spiel kann nur simuliert werden. Und wir kommen halt mal nicht zum Einsatz, was ich auch letzte Folge schon gesagt habe, dass es auch mal so sein kann. Selbst wenn man der beste Spieler ist, der Topstar, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das der Fall ist, aber es kann wie gesagt auch mal passieren, dass man nicht spielt. Das ist heute der Fall. Ich glaube, es werden noch viele andere einfach ausprobiert. Und deswegen müssen wir das Spiel jetzt simulieren. Wir spielen hier, oder ja, Aalen spielt hier gegen Montreal Impact, eine Mannschaft aus Kanada, soweit das, ja, deuten kann. Montreal ist ja eine große Stadt in Kanada, insofern denke ich mal, dass die Mannschaft kanadisch sein wird. Weiß nicht, ob die in der MLS spielt oder vielleicht noch in einer niederklassigeren Liga. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwo in Nordamerika wird die Mannschaft spielen. Wahrscheinlich nicht sonderlich gut, aber ich denke, das ist an unser Niveau so ein bisschen angepasst. Und ja, ich würde mal sagen, drücken wir mal auf weiter. Ich weiß nicht genau, ob das Spiel dann sogar schon direkt anfängt zu simulieren. Wir können ja einmal gucken. Also aufwärmen tun sie sich schon mal. Das ist wie im normalen Spiel. Ja doch, fängt direkt an. Und es geht auch ziemlich schnell voran hier. Also ich denke mal, ich werde gleich nochmal ein Spiel dranhängen. Auf jeden Fall. Ja, Divayo hier mit dem Tor für Montreal Impact. Aber hier kontern wir direkt mit Reichwein, unserem Stürmer. Und Nesta, das ist aber bestimmt der Alessandro Nesta, der früher mal gespielt hat, oder? Wenn ja, dann wäre das richtig krass. Oh, jetzt sogar 3-1 für Impact durch Felipe. Aber, ja, ich will nicht sagen, dass das Ergebnis uns egal sein kann. Aber wir sind, also wir konzentrieren uns, wie gesagt, nur auf uns, nicht auf die Mannschaft. Also natürlich auch schon auf die Mannschaft, das ist natürlich wichtig, was, wo wir am Ende stehen, aber trotzdem. Ich denke, ja, wir sind nicht dabei gewesen. Vielleicht war das ja ein Grund, wieso Aalen jetzt verloren hat. Weiß man nicht, ne? Auf jeden Fall, ich werde mal weitermachen. Ich, ja, O'Toole bleibt Colchester erhalten. O'Toole hat einen Wechsel zu VfR Aalen abgelehnt und will bei Colchester bleiben. Ich werde meinen Vertrag mit Colchester erfüllen und dann über meine Zukunft nachdenken. Aber vorerst will ich den Verein nicht verlassen, sagte O'Toole. O'Toole anscheinend ein Spieler, den ja, VfR Aalen sich kaufen wollte. Diesmal leider nicht, oder der ja, Vertrag konnte leider nicht akzeptiert werden. Somit hat er uns nicht verstärkt. Und ja, hier sieht man die nächste oder die Aufstellung für den nächsten, für das nächste Spiel. Die ja auch, die eben auch schon reingekommen ist. Aber, ja, die ich euch nicht gezeigt habe. Da waren wir halt eben nicht aufgelistet. Diesmal sind wir aufgelistet, wie ihr es seht. Ja, als Vorletzter, als zentraler offensiver Mittelfeldspieler, denke ich wieder. Wizkid hier, sieht man schön. Vorne ist wieder Abe. Kennt man ja schon aus dem ersten Spiel. Und dann schließen wir das einfach mal. Und ich kann noch mal kurz einmal gucken, was man hier, ja, die kommenden Ziele. Ja. Ich meine, eigentlich sind wir doch an einem. Ah, ne. Gut, die kommenden Ziele sind erst, oder sind nur wie heißt es, Pflichtspiele. Und nicht für die Freundschaftsspiele, die wir jetzt absolvieren. Und ja. Leistung habe ich euch, glaube ich, letztes Mal schon mal gezeigt. Dass wir einen 2% Fortschritt haben. Und somit denke ich mal, machen wir einfach mal das nächste Spiel. Ja, es geht in die nächste Partie und ich kann noch mal kurz gucken, was man hier machen kann. Aber anscheinend nichts. Ja, als Spieler ist man halt so ein bisschen an den Trainer gebunden. Kann nicht viel machen. Und ja, denken wir, spielen wir die Partie. Es geht hier um das Spiel VfR Aalen gegen FC St. Gallen. Ich glaube, St. Gallen ist. Also ist mir, habe ich schon mal gehört auf jeden Fall, die Mannschaft. Ich glaube, die spielt in der Schweiz oder in Österreich, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hört sie auch ziemlich deutschsprachig an und denke ich, ist auch deutschsprachig. In Deutschland natürlich nicht, das wissen wahrscheinlich viele oder können sich viele denken. Aber ich bin der Meinung, es müsste entweder in Schweiz oder in Österreich sein, wo diese Mannschaft herkommt. Und die Trikots sind soweit okay. Und dann denke ich, können wir doch auch mal anfangen. Ich könnte natürlich auch theoretisch das ganze Spiel, das ganze Team steuern.
Aber ich finde, dann ist das Feeling so ein bisschen weg vom, ja, von der Spielerkarriere, sag ich. Dann ist es ja eigentlich auch wieder, dann steigt man wieder alle, dann sind wieder alle, ja, kann ich alle kontrollieren. Aber so soll es ja in dieser Karriere nicht sein. Dafür ist ja die andere Karriere da, die Trainerkarriere. Und ja, dann spielen wir natürlich nur mit uns, steuern nur die Nummer 10 vom VfR Aalen. Und ja, dann können sich die Spieler auch direkt aufwärmen und ich hoffe doch, dass wir dieses Spiel auch wieder so eine gute Leistung bringen, wie auch im ersten Spiel. Oder beziehungsweise in dem Spiel davor, wo wir gespielt haben. War ja das erste. Hier nochmal so eine schöne Skill-Challenge, die nicht zustande kommt, weil ich einfach zu schlecht war. Aber ich denke, das mit dem Schlecht wird sich jetzt zum Guten hinwenden in dieser Partie. Sodass wir halt unsere Leistung auch würdigen können. Und auch zu Recht, oder ja, dem Trainer beweisen können, dass wir zu Recht in der ersten Elf stehen. So, hier sieht man nochmal VfR Aalen gegen FC St. Gallen im VfR Park. Unser Stadion, das Heimstadion von Aalen. Spielkommentar interessiert natürlich niemanden. Buschmann und Breukmann hier sind auf ganz leise gestellt. Ich bin jetzt hier der Kommentator. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen besser so. Ja, hier schütteln sich die Hände nochmal die Spieler. Ne, natürlich die Spieler schütteln sich nochmal die Hände. Hier die Grünen gegen die Weiß-Schwarzen. Schiedsrichter ist Dong Kyo Choi. Oder Kyu Choi, ich weiß es nicht genau. Ja, Koreaner. Korea Republik, hier steht auch darunter. Ich weiß nicht genau, wie man solche koreanischen Namen ausspricht. Kann mir eventuell noch einer behilflich sein in den Kommentaren, aber ja, ich denke auch, dass nicht so viele von euch Koreaner sein werden. Insofern ist auch nicht schlimm, wenn ihr es nicht wisst. Ich weiß es ja auch nicht. Insofern, ja, lassen wir einfach den Schiri Schiri sein. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, habe ich auch schon wieder vergessen. Aber ich denke, es kann losgehen. Hier der Gegner mit Anstoß und passt ihn einfach mal direkt zu mir. Auch nicht schlecht. Kriegen wir den Ball sogar fast wieder. Ja, hier, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen uns nach hinten orientieren wieder. Hier, Schöneberger auf Scarone. Passt ihn weiter auf Wüthrich. Also sind natürlich interessante Namen, aber wie gesagt, es müssten eigentlich Namen aus Österreich oder der Schweiz sein. Beziehungsweise das Team müsste halt eigentlich aus Österreich oder Schweiz sein. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, ob ich eher denke, dass es Österreich oder Schweiz ist. Da bin ich mir leider nicht sicher. Oh, wir können doch schon Übersteiger. Also das ist wirklich neu für mich gerade. Ich habe, glaube ich, im letzten Part schon gesagt, dass ich, oder dass unser Pro-Übersteiger noch nicht kann. Aber anscheinend hat er sich, entweder hat er sich schon entwickelt, oder er konnte es von vornherein schon. Klaas jetzt, oder ich weiß gar nicht, wie der hieß. Oh, jetzt sollte er mal schießen. Ja. Ah. Dachte ich, wollte ich mich gerade schon freuen, aber das ist leider abseits. Hier der schöne Kopfball vom rechten Mittelfeldspieler müsste es gewesen sein. Auf den, der genau vom Torwart stand, aber ja, stand frei, genau vom Torwart, aber leider auch im Abseits. Insofern kann man damit nicht wirklich viel anfangen. So, hier sind wir wieder am Ball. Können wir mal gucken, wen wir hier so anspielen können. Passen wir auf Grech. Und der kann auch eventuell jetzt nochmal abschießen. Schöner Schuss. Versucht ihn in die lange Ecke zu schießen. Flach aus einem sehr, sehr spitzen Winkel. Nochmal die Schusstäuschung. So hat es ja im letzten Spiel auch ganz gut geklappt. Machen wir hier mal wieder flach auf Grech. Passen hier wieder auf Buballa. Okay. Muss mich noch ein bisschen an die Namen gewöhnen. Ist ja nicht so einfach jetzt auf jeden Fall. Und der Spieler eben hieß natürlich nicht Klaas, sondern Klaus. Joko und Klaas sind ja doch ein bisschen andere Leute dann. So, jetzt können wir vielleicht mal angespielt werden hier. Ah, schade. Dachte, wir können uns irgendwie durchmogeln oder durchlacken. Irgendwie durch die beiden Spieler. Hat aber nicht ganz geklappt. Die Gegenspieler sind dann zur Stelle. Oh. Hoffentlich spielt er jetzt keinen Pass. Das ist gut. Jetzt sind wir ein bisschen Freiraum. Machen wir vielleicht mal die Schusstäuschung. Und, ah. Da wollte ich dann ein bisschen zu viel. Hätte ich einfach ein bisschen mehr durchziehen sollen. Gucken wir doch mal, dass unsere Abwehr jetzt hier gut spielt. Oder ich mache es einfach selber, auch nicht schlecht. Hätte sogar fast den Ball erobert, aber leider nicht ganz. Und ich merke schon wieder,
die Ausdauer unseres Spielers ist schon, geht schon wieder total in den Keller, beziehungsweise der Ausdauerbalken halt. Aber jetzt sind wir hier am Ball. Ich spiel mal steil auf, wer ist das? Lechleiter, okay. Lechleiter hier mit einem schönen Lauf. Wollte den Pass auf unseren Pro hier wieder spielen oder auf mich. Aber leider abgefangen vom Gegner. Hier sind wir wieder am Ball. Kurzen Pass hier. Laufen uns mal wieder ein Stück frei hier. Hier kommt die Flanke in die Mitte. Kann ich auch fast erobern noch. Ah, schade. Wurde der Pass, oder der Pass nicht, sondern der Ball wurde mir nochmal zugespielt. Aber ich konnte den Abschluss leider nicht suchen, weil der Gegner im Weg war. Ja, schön. Also meine Mannschaft macht das hier ganz gut, bis jetzt. Macht natürlich in der Verteidigung gut und jetzt hier auch ein schöner Pass. Ich hoffe, er kann ihn laufen. Abe, ja. Abe ist ja unser Stoßstürmer vorne drin. Hier wird ihm den Ball leider nochmal abgenommen. Jetzt kommt ein ganz kurioser Einwurf. Aber er kommt an. Lechleiter hier am Ball. Ah, schade. Schöner Pass jetzt auf mich. Machen wir mal Schusstäuschung nicht, sondern Übersteiger. Ja, hier versucht er nochmal den Pass in die Gasse, aber das ist auch so ein bisschen Kleinkram, was wir hier spielen. Wir müssen mal ein bisschen gezielter aufs Tor, oder strukturierter aufs Tor kommen. Dann geht das auch besser. Hier behindern sich meine Spieler gegenseitig und spielen dann den Fehlpass. Boah, schade. Eigentlich schön den Ball abgenommen, aber der andere Spieler ist dann wieder im Weg nochmal und kann den Ball nicht zurückerobern. Also vom Gegner kam bis jetzt eigentlich noch gar nichts, also von St. Gallen. Ist auch natürlich gut für mich oder für meine Mannschaft halt. Aber ich meine, ist auch nicht wirklich dann ein Test. Also ein Freundschaftsspiel bzw. ein Testspiel ist halt da, um Spieler und ja, Struktur oder halt die Formation zu testen. Und da der Gegner ja noch gar nichts macht, kann das natürlich auch nicht wirklich, oder kann man da noch nicht wirklich viel rausholen. Ah, schade, den Pass dachte ich eigentlich, dass der Spieler weiterläuft. Und das, was ich eben gesagt habe mit, ja, mit dem Testen und so weiter, ist natürlich Sache des Trainers, da können wir nicht viel machen. Wir sind ja jetzt hier nicht der Chef oder der Manager oder sonst was, oder halt der Trainer. Wir sind einfach nur ein Spieler, der ja, hier spielt. Einer von 11 Akteuren auf dem Platz, die versuchen hier das Spiel zu bestimmen. Und ich hoffe auch, das wird uns ganz gut gelingen. Machen wir einen steilen Pass. Der kommt vielleicht sogar an. Ja, der kommt noch an, gerade eben. Klaus kann den Ball hier noch im Spiel halten. Hier macht Klaus wieder auf uns und... Ah, da dachte ich, dass der Verteidiger ein bisschen passiver rangehen oder vorgehen wird. Aber er ist sehr, sehr aktiv auf mich raufgegangen. Und jetzt fast die richtig gute Konterchance für den Gegner, aber unser Verteidiger ist noch gut da. Hier sind wir wieder am Ball. Also wir sind wirklich natürlich zentrales offensives Mittelfeld und daher auch die Schaltzentrale unseres Spiels, also ja, Spiels der Mannschaft. Und ja, genau aus dem Grund habe ich auch diese Position eigentlich ausgewählt, weil ja, eigentlich sollte man selbst immer die Position einnehmen, die am wichtigsten ist, beziehungsweise am, ja, am meisten bringen muss. Oder ja, also am wichtigsten für die Mannschaft ist, so wollte ich das sagen. Und ja, der Grund ist einfach der, dass die anderen Spieler meistens ziemlich viel Scheiße bauen oder halt sich nicht schlüssig sind oder sich nicht entscheiden können, was sie machen wollen. Und da ist es halt schon besser, wenn man ja, auf jeden Fall offensive Leute nimmt und auch Leute, die das Spiel halt prägen. Beziehungsweise die halt wichtig für in der Formation gerade sind. Laufen wir mal in die Mitte, vielleicht flankt der ja. Ich will jetzt aber nicht unbedingt eine Flanke fordern, weil die kommt die höchstens noch schlecht. Schade. Junglas hier am Ball. Oh, da kommt der Pass auf mich, aber sehr, sehr schlecht gespielt. Ich kann mich da auch überhaupt nicht durchsetzen. Und ja, das ist die erste Hälfte gewesen. Es steht 0:0 zur Halbzeit gegen den FC St. Gallen. Ja, noch nichts Besonderes jetzt wirklich. Wie gesagt, vom Gegner kommt gar nichts. Von uns ein paar gute Aktionen. Von meiner Mannschaft. Die beste Chance eigentlich, was ist die beste Chance, aber ich glaube, das war sogar der einzige Schuss hier, den man hier auch die ganze Zeit
im Durchlauf sieht bei den Highlights, der Schuss aus dem spitzen Winkel, den ich ja gefordert hatte. Und ich überlege gerade, im Moment gerade bin ich ein bisschen überlegen, ob ich das nächste Spiel wirklich, wenn ich spiele, also wenn natürlich mein Pro spielt, auch das Spiel dann mit dem ganzen Team zu steuern, damit auch ein bisschen Belebung hier mal reinkommt und nicht der einfach, ja, das meiste hiervon einfach vom CPU gesteuert wird. Aber so ist das. Ich glaube, damit müssen wir leben. Außer ich werde mich dann noch vielleicht umentscheiden. Jetzt schieß mal, Junge. Ach. Aber wir kriegen vielleicht den Nachschuss. Ah, sehr, sehr schade. Sind wir fast rangekommen. Ah. Schön. Ja, nee, schade. Haben uns freigelaufen, aber dann haben wir uns einfach zur falschen Seite weggedreht und direkt in den Gegenspieler reingelaufen. Versucht St. Gallen das Spiel mal ein bisschen ruhiger aufzuziehen, im Gegensatz zu den Malen davor, wo sie immer hektisch nach vorne gespielt haben und einfach gar keinen Angriff hinbekommen haben. Hier sieht es doch schon mal für die ein bisschen besser aus. Aber mein Spieler ist dazwischen, ich glaube, es war mein Linksverteidiger. Und der erste Wechsel erfolgt hier. Bei unserem Team Valentini kommt rein für Klaus. Klaus hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen, also mein Mitspieler jetzt hier. Und weil er halt auf den Außen ziemlich viel Betrieb gemacht. Lauf. Ja, ist schön, 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 schön. Lauf, Grech. Ah, schade. Wollte ich eigentlich den Pass nochmal zurück auf mich fordern. Jetzt kriege ich den Ball. Oh, eine Schusstäuschung. Ah, da wollte ich eigentlich nochmal ein Stück weiterlaufen und dann den Abschluss suchen. Aber das hat überhaupt gar nicht geklappt. Jetzt kriegen wir vielleicht nochmal den Pass, sehr gut. Passen ihn auf Grech wieder. Grech macht für mich auch eine ganz gute Partie eigentlich. Ah, da hat mein Spieler eigentlich nicht die besten Ballkontrolle und auch Dribblingwerte, deswegen ging der Ball hier leider verloren. Ich bin ein bisschen an so bessere Spieler gewöhnt, muss ich ehrlich zugeben. Halt so an Spieler mit hohem Dribbling, mit einer sehr, sehr guten Ballkontrolle. Ist natürlich in diesem Fall oder hier in diesem Spiel nicht der Fall oder allein im Allgemeinen in dieser Karriere bis jetzt. Aber das kommt ja vielleicht noch, wenn wir unseren Spieler weiterentwickeln und der an Wertung gewinnt, dann denke ich mal, könnte ich ihn auch besser steuern und komme auf jeden Fall besser mit ihm klar. Schön, jetzt hier können wir nochmal einen Konter einleiten. Passen wir mal hier auf Valentini, der passt ihn auf Abe. Aber ja, ich warte ein bisschen, dass er sich richtig ausrichtet, jetzt vielleicht. Ah, schade. Jetzt sind wir hier am Ball, wollte ich den Abschluss suchen, aber leider direkt in den Gegner rein. Und wir sind hier anscheinend verletzt. Oh, das ist natürlich gar nicht gut. Aber, ja, die Nummer 3, Grech hier, macht das Tor. Wir sind verletzt, wir humpeln hier auch noch am Rande des Geschehens. Humpeln wir noch vor uns her. Aber vielleicht war es ja sogar ein gutes Signal, das ein bisschen, ja, das, wie gesagt, das ein kleines Signal ausgelöst hat. Die Flanke kommt hier und Grech setzt sich hier perfekt im Kopfballduell durch. Ist auch mal gut, dass die anderen Spieler sozusagen, wo ich mal nicht beteiligt bin, mal was machen. Aber hier sieht man es. Wir sind leider verletzt. Wir können nicht weitermachen. Wir humpeln hier auch schon richtig heftig. Und dafür kommt Dausch rein. Und jetzt spielen wir anscheinend so lange, ja, bis zum Ende noch alle Spieler. Weil sonst macht es ja auch keinen Sinn, den Rest jetzt noch zu simulieren. Gucken wir nochmal, ob wir hier noch ein bisschen mehr machen können. Ah, wie gesagt, also die Spieler sind hier natürlich ein bisschen, haben ziemlich schlechte Bewertung. Mäßige Bewertung, sagen wir mal so. Will es auch nicht zu negativ ausdrücken. Jung, das erobert aber gut den Ball. Lass ihn mal auf Dausch hier. Jetzt vielleicht lang, Dausch. Macht es leider nicht so gut. Aber er erobert den Ball wieder. Aber jetzt hier am Ball. Ah, schade. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen bitter jetzt, dass unser Spieler, unser Pro jetzt hier verletzt ist. Ich denke, wir werden dann auch für ein paar mehr Tage ausfallen. Ist natürlich nicht so schön. Sutter kommt hier nochmal beim Gegner rein.
Grech jetzt hier, der gefällt mir wie gesagt auch ziemlich gut. Hat mir auch eben ziemlich gut gefallen, als ich ja, nur mit meinem eigenen Pro gespielt habe. Jetzt passt er auf Dausch. Der kann vielleicht noch mal einen raushauen. Ach, schade. Blockt der Gegner leider ab. Valentini jetzt hier vielleicht mit dem Übersteiger sehr gut gemacht. Von ihm jetzt machen wir eine Schusstäuschung. Jetzt haben wir freie Schussbahn. Oh. Oh Gott, ey. Ich meine, er macht das ja richtig nice. Macht alles perfekt richtig. Mit dem Übersteiger zuerst und dann mit der Schusstäuschung. Und dann habe ich einfach vergessen, wie schlechte Abschlusswerte die haben. Aber er schießt sie natürlich auch sehr, sehr weit am Tor vorbei. Also einerseits natürlich seine Werte und andererseits natürlich auch mein Unvermögen, dass ich erst nicht dran gedacht habe. Wie gesagt, wie schlechte Werte die haben, muss ich natürlich ein bisschen gezielter einfach oder ein bisschen einfacher die Abschlüsse suchen. Aber natürlich wäre der, glaube ich, auch, oder das heißt natürlich, also ich denke mal, er wäre auch so nicht reingegangen. Selbst wenn hier der Spieler auch bessere Werte gehabt hätte. Hier gibt es nochmal eine Ecke, schießen wir mit Valentini. Ich weiß jetzt nicht, wer die besten Werte als Eckenwerte hat oder Freistoßpräzisionwerte. Ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt, weil ich werde die eh nicht aufsteuern. Oder, ja, weiß man nicht, ne? Im nächsten Spiel kann das natürlich sein. Ne, wobei, dann wird er wieder simuliert. Also, wenn man von Anfang an, also von, ja, wenn die Startaufstellung bekannt gegeben wird und man, oder der eigene Pro ist nicht dabei, dann muss man das Spiel immer simulieren. Finde ich ein bisschen unglücklich. Ich finde, man könnte auch mit der Mannschaft so ein bisschen weiterspielen. Aber ich denke mal, die wollen halt auch, dass man sein Spielstil, oder dass man sich halt nur auf seinen eigenen Spieler konzentriert. Dass man sein Spiel darauf anpasst und sich eher weniger, also eher ja, sekundär auf die anderen Spieler fokussiert. Sodass sein eigener Spieler dann natürlich besser werden soll. Schön von Junglas hier. Dausch jetzt hier. Wird ein bisschen bedrängt. Junglas hier auch nochmal jetzt. Passt nochmal auf Dausch, also schönes Doppelpass-Spiel zwischen den beiden. Passt nochmal auf Junglas. Und der kann nochmal vielleicht dann raushauen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall von Junglas hier. Hätte ich nicht gedacht, dass er den platziert. Weil, wie gesagt, mit den schlechten Werten und mit den, ja, etwas unterbewerteten Spielern. Also ich will jetzt nicht schlecht reden, weil sie können ja auch was. Sonst wären sie nicht Profispieler gewesen. Und sonst würden sie auch nicht in der zweiten Liga spielen. Aber das hat Junglas hier richtig stark gemacht. Wie gesagt, ziemlich unerwartet, aber dennoch, oder ja, deswegen auch vor allen Dingen, sehr, sehr überrascht bin ich davon gewesen, was er gemacht hat. Aber ja, ich stehe jetzt 2-0, ich denke, das dürften wir dann locker nach Hause fahren können. Weil vom Gegner kommt ja, wie gesagt, gar nichts. Und ich denke auch, da wird nicht mehr viel kommen. Jetzt passen wir nochmal steil auf Lechleiter. Setzt sich gut durch, aber ja, legt sich den Ball zu weit vor, wird auch noch sehr, sehr hart bedrängt von hinten. Deswegen konnte ich leider den Pass nicht bringen, beziehungsweise auch den Schuss nicht anbringen. Wurde dann einfach ziemlich unglücklich abgedrängt. Jetzt noch mal den langen Pass hier. Ah, da steht mein Spieler, oder Dausch hier leider genau im Schussweg. Aber, naja, was soll's. Wir haben 2-0 gewonnen gegen FC St. Gallen. Also sozusagen die beiden Spiele, wo wir oder unser Pro beteiligt war. Ja, haben wir gewonnen. Das erste mit 1-0, das zweite mit 2-0. Und das ist doch schon mal positiv. Im zweiten Spiel, das wir am Anfang dieser Folge ja noch simuliert hatten, haben wir 3-1 verloren. Ziemlich unglücklich, also habe ich simuliert. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt fair war, also verdient oder nicht. Aber unser Spieler hat nicht gespielt und ich denke, das ist einfach der Grund. Nee, weiß ich auch nicht. Also ja, es geht ja auch nicht, wie gesagt, es geht nicht primär um die Mannschaft, wie gut die jetzt steht, sondern erstmal primär darum, wie gut unser Pro hier abscheinen wird. Und ich hoffe, er wird nicht zu lange verletzt sein, weil sonst wird das richtig, richtig schlecht und richtig unglücklich auch. So, oben rechts haben wir nochmal eine Leistung freigeschaltet, wahrscheinlich durch das zweite Spiel, was wir gespielt haben. Und unsere Spielerbewertung liegt bei einer 7,2, ist eigentlich gar nicht schlecht. Relativ gutes Mittelmaß eigentlich. Und ich denke, das liegt aber auch daran, dass wir halt ausgefallen sind nach ungefähr bisschen mehr als der Hälfte der Partie. Und, ja. Was soll's? Wir sind hier diesmal natürlich auch nicht so viel gelaufen wie letztes Mal, weil wir halt auch verletzt waren. Und ich glaube nur so 65 Minuten gespielt haben. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach, dass die Verletzung
nicht so schlimm wird. Bitte, bitte. Erzwungene Auszeit. Ja. Ach, 3 Wochen. Ja, also 3 Wochen ist natürlich viel, aber wenn man das mal mit so mit anderen Verletzungen vergleicht, manche Verletzungen sind ja auch 6 Monate oder 1 Jahr lang. Nein, das ist natürlich, sind dann natürlich die sehr, sehr lang, aber ich hätte jetzt wirklich mit 1 Monat oder 2 Monaten gerechnet. 3 Wochen geht doch noch eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können wahrscheinlich 3 Spiele dann nicht mitspielen. Unter anderem auch das DFB-Pokalfinale, Finale, genau, mit allen, einfach mal ins Finale kommen beim DFB-Pokal. Nein, natürlich irgendwie die erste Runde oder irgendwas gegen Hertha BSC Berlin. Habe ich eben schon gesehen. Und ja, gute Besserung. Hoffe ich natürlich auch, dass ich dann, oder unser Spieler hier dann sehr, sehr schnell sich wieder genesen wird. Und schnell dann wieder fit wird, auf jeden Fall. Und dann werden natürlich auch, jetzt wie man hier sieht, die Liga-Erwartungen aktualisiert. Können wir nochmal raufgucken. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Ja, genau, 1 Scorer-Punkt müssen wir weniger holen. Und sonst ändert sich da eigentlich nicht wirklich was. Oh ja, ich glaube, anstatt 30 Chancen nur noch 28. Also gut, so ein paar kleine Kleinigkeiten, die wir dann nicht mehr machen müssen. Ja, Wizkid leidet. Wizkid hat sich verletzt. Verstauchtes Knie und fällt ungefähr 3 Wochen aus. Ja, die Information haben wir auch. Ist natürlich ziemlich unglücklich. Pro-Leistung Physis erzielt. Und ja, hier unten sieht man das nochmal, unten links. Deutscher Pokal gegen Hertha BSC Berlin. Wir können auch einmal auf den Kalender gucken. Ja, auswärts bei Hertha BSC Berlin werden wir wahrscheinlich keine wirkliche Chance haben. Das Spiel werde ich dann simulieren. Und ich denke auch, die beiden müssen auch noch simuliert werden, wenn ich das mal so ein bisschen gucke. 1, 2, 3, genau. Also ungefähr am 28. werden wir dann wieder fit sein. Noch genau, ziemlich genau vor der Transfer- oder Ende der Transferperiode. Also das heißt, wir können jetzt 3 Spiele nicht mitspielen. Einmal das Spiel gegen Hertha BSC, dann das Spiel gegen 1. FC Köln und das Spiel gegen Sandhausen. Ich denke, die werde ich dann alle 3 in der nächsten Folge simulieren. Und mal gucken, wie sich denn die Mannschaft schlägt ohne uns. Weil wir ja wirklich eigentlich schon ein guter Leistungsträger sind. Würde ich einfach mal so behaupten jetzt. So, ja genau. Also hohe Erwartung an Debütant Wizkid. die VfR Aalen Fans hoffen, dass Trainer von VfR Aalen dem Nachwuchstalent Wizkid nach dem Aufstieg in die Profimannschaft gleich auch einen Einsatz im nächsten Spiel beschert. Wir brauchen dringend einen neuen Mittelfeldspieler offensiv und ich bin sehr gespannt, wie er sich neben dem gestandenen Spielern behaupten kann, sagte einer der Anhänger voller Vorfreude. Das ist seine erste richtige Bewährungsprobe und er wird sich sicher zerreißen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja, also eigentlich würde ich das natürlich gern machen, aber ich bin verletzt, also zumindest angeschlagen. Also wenn ich der Trainer wäre, würde ich mich jetzt nicht spielen lassen. Hört sich ein bisschen doof an, aber ich bin halt verletzt und ich kann mich dann halt noch länger verletzen. Das Risiko wäre dann halt noch viel höher, oder wäre dann halt sehr, sehr hoch, dass ich dann viel länger verletzt werde. Und das Risiko würde ich als Trainer nicht eingehen und will ich auch, dass der Trainer das nicht eingeht. Also es kann natürlich auch sein, dass wir im nächsten Spiel jetzt spielen. Wir können einmal gucken. Ja, natürlich jetzt hier erstmal die Deutscher Pokal-Vorschau. Hertha BSC gegen VfR Aalen. Ja, also ich gehe natürlich davon aus, dass Aalen hier, dass unsere Mannschaft hier nicht sehr, sehr, sehr gut abscheinen wird gegen Hertha BSC, weil Hertha BSC ist schon eine etwas höhere Mannschaft in dieser Liga. Es sind natürlich beide, also wir spielen wie wir natürlich in der zweiten Liga, aber sie sind sehr, sehr weit oben wieder zu finden und wir sind eher, vom Papier her zumindest, Abstiegskandidat. Trotzdem werde ich mir natürlich Chancen ausrechnen in der nächsten Folge. Nachricht vom Trainer. Ich muss dir leider mitteilen, dass ich dich im heutigen Spiel nicht einsetzen werde. Dein Fitnesslevel ist zurzeit nicht zufriedenstellend und ich bin überzeugt, dass ein paar Tage Auszeit dir helfen werden, wieder zu Kräften zu kommen. Genauso sehe ich das auch. Daumen hoch, ja, hat der Trainer genau die richtige Entscheidung gefällt. Ja, eigentlich will man natürlich immer, dass man selber spielt, aber in diesem Fall, wenn man verletzt ist, will ich, dass der Trainer mir auch, wie er gesagt hat, eine Auszeit geben wird. Und ich denke, das seht ihr in der nächsten Folge. Das Spiel gegen Hertha BSC Berlin und die beiden Bundesligaspiele, die ersten beiden Bundesligaspiele gegen Köln und Sandhausen, werden wir in der nächsten Folge simulieren.
Werden sie drei sehr, sehr spannende Partien auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Und ja, dann ja, schaltet natürlich auch in der nächsten Folge wieder ein. Und ja, schönen Tag noch und haut rein.